Es ist jetzt fast 30 Jahre her, dass mir Hans Merck, als ich die Klinik in Köln übernahm, zum ersten Mal Heinrich Rasukat als den Mitarbeiter vorstellte, der sich aufopfernd um die damals so schwer erkrankten HIV-Patienten kümmere und mir dazu auch sagte, dass ich mich auf ihn in jeder Hinsicht verlassen könne. So ist es dann auch gekommen. Ich habe ihn über all die Jahre als einen herausragenden Diagnostiker erlebt, als jemanden, der sich zu jeder Zeit um seine Patienten kümmerte und immer sehr abgewogene therapeutische Entscheidungen traf. Ich war immer sehr beruhigt, wenn ich wusste, dass er es war, der den Wochenenddienst übernommen hat. Heinrich Rasukat hat aber noch eine andere Seite. Er hat seinen eigenen, manchmal recht harten Kopf. Er ist sehr belesen, er verfolgt die neuesten Entwicklungen und bildet sich seine eigene Meinung. Bei gesellschaftlichen Fragen, in der Medizin allgemein und natürlich in der Dermatologie. Mit ihm zu diskutieren, war immer eine große Freude. Sei es im kleinen Kreis in der Ambulanz oder in großer Runde in der Mittagsvisite. Oft waren diese Diskussionen in den Argumenten kontrovers. Immer aber waren sie konstruktiv. Meist begannen sie mit einem speziellen Patienten, führten dann aber bis zu allen Entwicklungen der modernen Medizin und deren Bedeutung für die Dermatologie. Diese Diskussionen waren sehr wertvoll für das akademische Leben der Klinik und auch für mich persönlich. Sie haben immer wieder Wichtiges hinterfragt, sie haben ein offenes Klima geprägt und sie haben großen Spaß gemacht. Wohl wegen seiner Promotion an dem damals weltbekannten Mainzer Institut für Mikrobiologie, aber vielleicht auch aus seinem gesellschaftlichen Verständnis heraus, hat sich Heinrich Rasukat schon frühzeitig für Patienten mit HIV und anderen STD-Erkrankungen interessiert. Er war damals ein Pionier in Deutschland. Er hat eine der ersten großen Sprechstunden hier in Köln aufgebaut und sich schnell auch national eine herausragende Reputation erworben. Er hat die bewundernswerte Fähigkeit, alle Zuhörer während seiner Vorträge in ganz besonderer Weise immer wieder zu fesseln. Er war und ist dadurch ein unglaublich erfolgreicher Botschafter seines Fachgebietes. Bei all seiner Kompetenz aber zog er es immer vor, selbst im Hintergrund zu bleiben. Umso mehr freut es mich, dass er nun durch die Verleihung der Schaudin-Hoffmann-Plakette der DDG die ihm zukommende Ehrung erfährt.